Ja, Leute, willkommen zurück bei Resident Evil 4. Warum wir gerade hier im Menübildschirm starten, ist, wir sind jetzt gleich richtig am Arsch. So. So. Sekunde. So. So, da kommen gerade so Typen, die nach einer Brandgranate verlangen. Ja, ehrlich. So, Schrotflinte laden wir auch mal kurz nach. Brauchen wir vielleicht gerade nicht, aber gleich vielleicht. Komm, stirb. Danke. Das ist eigentlich eine sehr gute... Fuck, woher kommen die jetzt? Wieder von beiden Seiten. Nein, da kommt gerade einer direkt hinter mir. Okay, renn. Okay, muss mich gerade ein bisschen hier bewegen, glaube ich. So, wie wär's mit einer ordentlichen Schrotflintenladung in die Fresse für euch alle? Gratis, aber nicht umsonst. Nein. Das war so absolut klar. Ja, jetzt sicher. Kommt's einfach mal alle mit 100. Was? Die Sachen, die droppen, die spawnen? Das ist unfair. Das ist gerade aber mega unfair. Da hinten ist gerade schon wieder was, die spawnt. Glaube ich. Sekunde, ich muss gerade kurz hier schnell durch. Nein, das ist nicht gut. Okay. Ich dachte, die wollen die entführen und nicht umbringen. Habe ich da gerade irgendwas verpasst? Okay. Der Kampf wird hart. Chor. Ich glaube, ich sollte jetzt erstmal ein bisschen warten, bis ich die komischen Schildtypen ausschalte. Und schauen, dass wenn die irgendwas droppen, dass ich das gleich mitnehme. Ah. Genau so. Immer in Bewegung bleiben. Okay, der hat was gesehen, okay. Grünes Kraut wäre mir irgendwie lieber. Genau, ich glaube, das ist die beste Methode, hier die Büchse auszuschalten. Okay, der hat nichts. Auch schön. Ich weiß nicht, durch welchen Trigger diese anderen Schildtypen kommen, aber es wäre sehr nett, wenn die das jetzt mal machen würden. Dass sie mal auf der Bildfläche erscheinen. Hm, komm. Brandgranate. Oh, lolo. So. Kommt's mal alle her. Allesamt. Nein, Ashley sofort heilen, Ashley sofort heilen. Okay. Jetzt den Rest machen wir damit. Nein, jetzt kommen auch noch die. Aber immerhin kommen die aus derselben Richtung. Sekunde. Renn. Mal ganz kurz ein Stückchen. Danke. So, und jetzt TMP. Was? Achso, doch. Wir haben noch Muni. So, ich fäll euch alle. Ja.
Okay, das ist gerade schlecht. Pistole. Wir haben gerade viel Muni für Pistole. Ich bild mir ein, dass ich sie gerade ein bisschen verschwende. Nein. Ach, ihr Huren. Renn, Ashley. Auf gar keinen Fall gegen den Typen in der Form so Mann gegen Mann kämpfen wollen, Ashley. Vor allen Dingen nicht du. Au. Oh, nice. Haha. Der gibt sicher was Gutes. Ah, gar nicht so viel. Die sind recht gut zu bekämpfen mit dem Messer übrigens. Stelle ich gerade fest. Mag mehr Muni. Ist okay. Wobei, es waren gerade 5 Schüsse. Also dann ist es wirklich sehr okay. Irgendwo sind hier noch Leute. Ach, da hinten ist noch einer. Aber die machen wir mit der Pistole. Ah, ich glaube, man muss sie einfach wirklich ein bisschen Zeit lassen. Dann. Und man muss sie auch ein bisschen näher kommen lassen. Damit man sie dann schön mit ihrem dem eigenen Messer bearbeiten kann. Genau so. So, der Raum ist ziemlich groß und ich glaube, da kommen jetzt noch welche. Oh. Das ist nice. Oh, hier ist Stuff in den Vasen. Das ist natürlich cool. Ich dachte, da wird sicher kein Stuff drin sein, aber ich denk's mir gerade und es ist Stuff drin. Da kommen nur die Leute raus. Okay, das ist jetzt hier. Der Raum ist ziemlich groß. Okay, es geht einmal nach unten und einmal nach oben. Mal schauen, was hier unten so ist. Aber erstmal nachladen. Okay, hier sind... Oh. Oh, hier ist wahrscheinlich irgendwas... Nehmen. Oh, grünes Kraut. Ach, das stand da drauf. Ich wette, musste ich jetzt hier platzieren und jetzt... Das war jetzt nicht wirklich sonderlich schwer. So, komm mit. Ich hoffe, das ist jetzt nicht auf Zeit. Hä? Nein! Was? Nein! Wollt ihr mich verarschen jetzt eigentlich? Da kommt sie einfach angeschissen. Ihr Wichser. Noch mehr von euch? Na bitte. Ich habe mein rundum sorglos Paket bestellt. Das will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Abenthalten, genau. Ha. Backflip. Ha. Renn, Ashley. So. Okay, Sekunde, ich heil dich mal. Du bist nämlich irgendwie des Öfteren sehr, sehr blöd. So, jetzt können wir auch ein bisschen wieder mit der TMP schießen. Was, hier kommt es jetzt nicht auch von... Ja, kommt es davon auch? Gott, von wo kommen die denn überall? Gut, vielleicht ist es jetzt sinnvoll, einfach mal kurz zu cranken. Oh, nein. Crank. Was wir... Ach so, da muss man dann Stuff machen, okay. Ja, wenn man Stuff machen muss, möchte ich dann doch gern die Typen alle tot sehen. Hm, wir haben... Ah, gut. Ah, doch, wir haben eine Brandgranate, dann... Werde ich mal nicht die Schrotflinte verschwenden. Vor allen Dingen, wenn die halt so schön gleich alles abbrannt. Abbrennt, was mir da in die Fittiche kommt. Beziehungsweise was in der Nähe ist. Okay. Stuff. Wir haben sehr viel. Alter, wir müssen reich sein. Alter, scheiß drauf, Welt retten. Wir machen und lassen uns hier.
Okay, das ist gerade sehr übel. Okay, tritt. Okay, das ist jetzt sehr ungut. Alter, diese Wichser halten ja 100 Schüsse aus. Wenn es nicht gerade aus der Schrotflinte ist. Selbst mit der Schrotflinte. Wehe. Ach, fickt euch. Ihr seid solche miesen Bastarde, komischen Mutanten. War das jetzt erstmal alles? Ich hoffe es. Das gehört mir bitte. Wir haben jetzt auch mehr Leben. So. Pistole. Ausrüsten, nachladen. Und dann weiß ich jetzt nicht, wer übernimmt die Steuerung? Ich. Wenn es Ashley macht, hätte ich dann nicht drücken müssen, sondern sie nur beschützen. Vielleicht hätte ich dadurch nicht alle töten müssen. Aber es geht ja auch so. Das schaut aus, als würde gleich wieder... Oh Gott. Oder kann man da rein? Ah, hier kann man rein. Hier ist vielleicht nur... Nur Muni und so Sachen. TMP-Muni zum Beispiel. Jo, hier ist, glaube ich, keine Gegner. Hier können, glaube ich, keine Gegner kommen. Hoffe ich zumindest. Wahrscheinlich doch. Wahrscheinlich spawnen die da einfach drinnen. Aber noch sind halt keine Gegner da. Und das ist auch schon mal was wert. Und der erste Hilfespray ist sehr gut, wenn wir mal wieder Lowlife sind. Weil der heilt uns ja, glaube ich, voll. Look, there's a crank over there. Oh, ach nee. Ja, das ist schön, dass da oben eine Kurbel ist. Hochheben. Oh, das ist schlecht. Watch out for me. Okay, das ist gerade sehr doof. Okay. Hä? Was? Ich muss doch auf sie aufpassen. Was wollt ihr jetzt gerade eigentlich? Ihr verpisst euch hier erstmal. Und ich kümmere mich um sie da oben. Okay. Oh, nice. Ein Teil ist schon mal... Okay, ich hasse es. Nein! Okay, das ist jetzt sehr dämlich. Wo? Okay, jetzt habe ich sie umgebracht. Ach, ihr Huren. Ganz ehrlich, ich muss das jetzt nochmal von vorne machen, die ganze Stelle. Wehe. Okay, ich wollte gerade schon sagen, das wäre jetzt ultra arsch. Aber ich hole mir erstmal, was hier drinnen ist. Sturmgewehrmuni ist jetzt nicht gut. Ah, die Gewehrmunition ist eigentlich auch für den Arsch. Gut, fangen wir vielleicht diesmal eher da an. Ja, ich weiß. Ich weiß. Oh. Ha. Sekunde. Sekunde, ich habe was für euch, Freunde. Genau das. Mein Willkommensart à la Kennedy. Ist eigentlich lustig, dass jemand, der den Präsidenten, die Tochter des Präsidenten beschützt,
Kennedy heißt, wie... Ihr wisst schon, wie der Präsident. Nein. Ha! Das ist gerade sehr ungut. Hä? Hä, das ist jetzt richtig für den Arsch. Sekunde. Alter, was soll ich denn da bitte schön machen? Ich kann ihn ja nicht alle unten und oben gleichzeitig im Auge behalten. Wie soll das denn gehen? Okay. Ich bin gerade wirklich sehr überfordert mit dem Spiel. Aber in der Weise ist das Spiel auch gerade sehr arsch zu mir, muss ich sagen. Ja gut, die Sturmgewehr-Munition brauche ich eigentlich gar nicht aufheben. Ja, ich weiß, ich muss das nicht jedes Mal sehen. Das ist eine Stelle, wo die Entwickler sicher gewusst haben, dass man da 10-mal probieren muss, weil die fucking schwer ist. Watch out for me. Ich hasse diese komischen Squad-Dinger. Diese komischen Squad-Missionen. Oder Beschützer-Missionen, wo du halt nicht direkt dabei bist. Okay, ich muss jetzt schon mal die anderen schauen. Okay, wisst ihr was? Ihr hier unten, ihr seid mir gerade so lästig. So. Jetzt muss ich oben weiter... Gott. Jetzt muss ich oben weitermachen. Bei dem zum Beispiel... Ja, ich muss das nicht sehen. Und dadurch mein Aim wieder ein bisschen verscheißen. Okay, jetzt muss ich hier mit der TMP auf die Distanz noch halbwegs was reißen. Gott. Ja, verpiss dich. Ich hoffe, das reicht. Was? Nein! Ganz ehrlich! Jetzt auch hier unten! Danke. Ich muss da auf die Beine schießen, wenn das passiert. Es nützt mir nicht, wenn ich dadurch reich wäre, wenn ich es überhaupt nicht schaffe. Oh Gott, nein. So, bitte sag, das reicht. Danke, und jetzt bitte komm da ganz schnell runter. Okay, ich muss die jetzt noch auffangen. Das macht nichts, wenig zumindest. Solange du bitte sofort mit mir mitrennst. Oh, nein, fuck. Sofort Schrotflinte. Sehr gut. Okay, Pesetten. Gut, ich verpiss mich. Tschüss. Nehm noch die Muni mit hier und weiter. Komm, bitte sag Ashley, du bist direkt hinter mir. Okay. Genau. Aha, ihr kleinen miesen Penner da drüben. Wer hat jetzt die Eier in der Hose? Ich. Ach Gott, die Stelle war mal wieder anstrengend. Achso, die ist leer, okay. Gut, dann weiter hier. Oh Gott, ich hasse solche Räume. Abgrundtief. Da ist eine Speicherstation. Der Raum scheint hier halbwegs safe zu sein. Müssen aber irgendwann trotzdem nochmal da nach hinten wahrscheinlich. Moment, war hier gerade ein Schatz? Oder war ich... Bin ich... Na doch, da hinten in der Ecke war ein Schatz. Ah ja, genau. Das ist einfach hier. Bitte sag, da passiert nichts. Okay, was ist das? Eine Handgranate? Das ist doch kein Schatz. Das ist ja nur Stuff. Aber gut, wir haben gerade so viel... Schätze bekommen, also so viel Money. Alter. Da
Was soll ich denn mit so viel Geld machen? Da ist nichts. Okay, drin. Sehr schön. Okay, Sekunde. Wo geht's denn hier überhaupt alles weiter? Hier ist eine Tür, die verschlossen ist, aber eigentlich noch in dem Raum ist. Oder ist es oben vielleicht? Keine Ahnung, es ist gerade alles sehr verwirrend. Welcome. Welcome. Got some rare things on sale. What are you selling? Okay, wir haben gerade richtig hart Money. What are Sekunde, you selling? Ich wollte den Spinell verkaufen, warum bin ich denn rausgegangen, Idiot? Is that all? Dann die beiden Seidenkristalle. Den Edelstein nicht, aber vielleicht geht der in die Maske. Werde ich schauen, aber jetzt erstmal die Blacktail. Die Blacktail statt der Red. Die Red werden wir verkaufen, sobald sie leer ist. Thank you. Und das Schrotgewehr werde ich mir auch schon mal kaufen. Oder auch nicht. Ich hoffe... Is that all, stranger? Ah, ich hab dir jetzt zurückgegeben. Okay. Hoffe ich zumindest. Blacktail, ja, Feuerkraft. Feuergeschwindigkeit, Ladegeschwindigkeit, Kapazität. Thank you. Sehr gut. Das war's. Ach, fuck. Das wäre das jetzt auf jeden Fall mal. Dann rüst man. Kann ich die nicht anloaden? Ich glaube nicht. So, Schlüssel und Schätze. Können wir jetzt, ist die Frage, das hier kombinieren mit dem hier? Yes, sehr schön. Daytime. Gut, wo geht's jetzt hier wo lang? Hier können wir aufmachen. Dann war hier auch eine Treppe nach oben. Wo ist denn dorthin? Ja, ich könnte mit der Karte jetzt hier auch arbeiten, aber die Karte verwirrt mich noch mehr als das, was tatsächlich hier abgeht. Hier wird wohl von der anderen Seite geöffnet. Das heißt, das ist ein Shortcut. Nicht im klassischen Shortcut-Sinn von Dark Souls vielleicht, aber halt... Wir kommen da schon nochmal hin. In der Weise Shortcut. Und lasst mich mal kurz denken. Ja, das wär's auch schon für dieses Mal. Wir sehen uns dann... Fuck. Oh, Moment. Ich bin ja nicht dämlich. Zumindest nicht immer. Komm. Willst du mir jetzt eigentlich verarschen? So. Das wird zwar nur ein Spinell sein, ja. Aber immerhin. Wir sehen uns... Ach, Moment, jetzt speichere ich... Na, wobei, doch. Ich speichere das nochmal über. Wobei, nein, das ist wirklich dämlich. Ja. Dann mache ich, hoffe ich, dass ich das bei der nächsten Aufnahme nicht vergesse. Und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Let's Play Resident Evil 4. Bis dahin sage ich Tschüss, Leute.